Hallo und recht herzlich willkommen in Brasilien. Mein Name ist Jan. Willkommen zur F1 2018 Koop-Saison mit dem Mike. Hey Leute! Oh, in Brasilien scheint die Sonne. Zumindest im Qualifying. Im Rennen soll es aber auch nicht regnen. Das ist doch schon mal eine schöne Prediction. Die letzten beiden Rennen machen wir heute zusammen. Also wir in der Aufnahme. Für euch sind natürlich unterschiedliche Folgen. Ist klar. Ja, wir haben heute Großes vor. Es ist noch alles offen. Wir können von Platz 1 bis Platz 6 noch alles werden. Auch in der Konstrukteursmeisterschaft. Da führen wir jetzt momentan. Aber es ist alles in der Rangliste, das sehen wir natürlich nach dem Qualifying. Schauen wir uns das nochmal alles an. Ist klar. Boah, und wir sind so aufgeregt. Wir haben Großes vor mit Red Bull. Ich sterb, ey. Das ist so ein Rotz. Spannend, es ist, ja, es ist einfach... Foto-Finish, das wird echt crazy. Vor allem Brasilien... Also wir schauen nachher auf die Rangliste. Wir haben beide in der letzten Saison in Brasilien zero Points bekommen. Beide rausgeflogen. Ja, ich bin nicht rausgeflogen. Ach, ja, ich bin rausgeflogen, du bist Elfter oder so geworden. Ja, ich war irgendwie, wollte ich die wegrammen, dann habe ich irgendwie Probleme gehabt, dann haben die mich alle überholt. Und dann war ich irgendwie 9. Dann hatte ich kein Benzin mehr und war dann 11. Das war auf der Startziel, das weiß ich noch, Alter. Da hatte ich, der hat mich erstmal gedreht und dann haben die mich fast alle überholt. Und dann hatte ich halt komplett am Ende, hatte ich dann einfach kein Benzin mehr. So geil einfach. So, Mike ist eine Runde Test gefahren, ich leider nicht. Ja, nur eine Runde aber. Und auch einhändig. Mache ich jetzt auch wieder. Also, mir gefällt die Strecke auch nicht. Also Mexiko, nee. Also hier ist immerhin das Gute, also Mexiko war ja wirklich für Red Bull, das war ja, also... Der langen Geraden, echt hässlich, das ja. War wirklich eine Problemstrecke, wir haben das Beste draus gemacht, also wir haben wirklich das Beste draus gemacht. Ja. Könnt ihr euch anschauen. In der Infokarte verlinkt natürlich auch die Sicht von Mike jetzt gerade, wir nehmen das ja aus zwei Sichten aus. Genau, können der beide angucken, Alter. Krass. Auch in der Infokarte. Oh shit. Aber auf jeden Fall, das war echt, also hier hat man halt keine so krass lange Gerade. Ich hab voll vergessen, dass ich auf Gas gehen muss, um meine schnelle Runde jetzt zu fahren. Oh mein Gott, das wird so schlecht. Ich werde zu langsam. Oh mein Gott. Viel zu spät hochgeschaltet und aufs Gas gegangen. Also, es wird halt. Das ist eine kurvige Strecke. Eigentlich eben. Für den Red Bull gar nicht schlecht, aber ich bin da nicht so. Startziel ist halt schon lang, ne? Das muss man schon sagen. Also da kann man schon durchdrücken. Da sind andere Autos bestimmt schneller als wir. Aber es ist halt auch recht kurvig, man kann ein bisschen besser überholen als vielleicht bei Mexiko. Ich kenne die DRS-Sektoren noch nicht richtig. Ich habe, wie gesagt, nur eine Runde gefahren. Das ist sehr interessant. Also wir gucken natürlich nach dem Qualifying mal auf die Rangliste, dass ihr da den Überblick nochmal habt. Aber es ist echt verdammt knapp. Voll crazy. Alles ganz, ganz dicht beieinander. Also wir müssen abliefern. Also Mike hat es nicht in eigener Hand, noch erster Platz in der Fahrerweltmeisterschaft zu werden. Ich hab's in eigener Hand. Also wenn ich beide Male erster werde und Bottas beide Male zweiter. Bei dann, mir ist halt so, dass Bottas irgendwie schlechter sein muss. Dann könnte ich es eventuell auch schaffen. Ich mach direkt zwei schnelle hintereinander. Okay, nichts. Heftig. Boah, was? Ey, du bist so... Wie machst du das, Alter? Ja, was denn? Ja, so krank. Wieso krank? Die Runde, 1,11. Was hat denn... Oh, Groschau, verpiss dich. Oh, 1,10. Oh. Ich dachte, das wäre ultra krass, weil ich bin im Zeitfahren, bin ich irgendwie 1,12,5 gefahren oder so. Also, die Bots sind auch irgendwie 1,13 gefahren. Deswegen dachte ich, deine Runde wäre krass, aber ich habe sie anscheinend direkt wieder getoppt. Echt nichts. Oh, das war schlecht, Leute. Habt ihr das gesehen? Ja, ich habe es auch gesehen. Erst direkt noch eine schnelle. Ja, ich bin gerade dabei, aber... Also, ich verbessere mich zwar, aber nur ein bisschen, weil ich habe es in einer Kurve irgendwie absolut verkackt. Boah, ich hab's wirklich hart verkackt. Scheiße, Mann. Was? Okay, krass.
So, nochmal eine schnelle Runde. Gas geben. Let's go. Nochmal verbessern. Vielleicht muss ich dann gar nicht mehr rausfahren. Hätte ich auch nichts dagegen. Ein bisschen entspannen hier. Wir müssen uns da voll aufs Rennen konzentrieren. Das wird echt... Wir haben jetzt zweimal hintereinander abgeliefert. Zweimal hintereinander Erster und Zweiter geworden. Ja. Wenn das ein drittes Mal noch klappt, ey Junge, wäre das krank. Und viertes Mal muss es aber auch klappen. Es ist halt echt so, es muss eigentlich. Es hat eigentlich halt nicht nur, dass das gut geklappt hat, sondern die Gegner haben ja auch noch Probleme gehabt, weniger Punkte bekommen. Und also es ist wirklich gut gelaufen. Mal schauen, wie es hier läuft. Die Runde war gerade auch scheiße und die eine Kurve war auch richtig hässlich. Also die Zeit werde ich nicht mehr toppen, jetzt dreht es mich noch raus. Ne, okay. Okay. Wir fahren direkt an die Box. Rein. Ja, genau, ich auch. Boxenstopp. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Dann fahren wir direkt rein. Anfang sah es gut aus, 15. und dann. Ja, ich war am Anfang verkackt. Auch. Echt eine halbe Sekunde schneller und dann am Ende nur noch irgendwie ein Zehntel, zwei. Die Boxeneinfahrt geht eigentlich, ne? Ja, da kannst du schnell reinfahren. Kann hier auch 80 fahren, also von daher. Box geht klar. Kann man auch gerne mal einen Boxenstopp mehr machen, wenn man hier schnell durchkommt. Also es ist eine Strecke, die ist für den Red Bull eigentlich nicht schlecht, aber hat natürlich das Potenzial, also sie ist A eng und B hat es das Potenzial, dass man sich auch selber dreht, weil die Kurven halt wirklich... Ja, ich habe mich im Qualifying hier schon ein bisschen rausziehen lassen. Also die Kurven sind schon echt gefährlich. Alter, guck mal unsere Zeiten. Du bist 800stel nur schneller. Nice. Ich hab den ersten Sektor. Ich bin im ersten Sektor viel schneller. Habe ich ja gesagt, da war ich eine halbe Sekunde dann schon irgendwie vor meiner Zeit. Da war ich echt. Ja, ich war auch richtig eine halbe gut. Sekunde und im zweiten Sektor habe ich es richtig verkackt. Dritter Sektor sind wir ungefähr gleich schnell. Und dadurch bist du halt wirklich ganz, ganz knapp auf dem ersten Platz. Aber das macht nichts. Ich fahre nicht nochmal raus, glaube ich. Meinst du nicht? Nö, muss ich nicht. Meine Reifen sind gut. 5%, das finde ich ist okay. Ja. Ja, wenn uns die anderen nicht einholen. Ja. Nee, also der Zeitabstand ist groß genug, ich würde sagen. Ja, wollen wir direkt einen Cut machen? Können wir einen Cut machen. So! So, Leute! Wir wollen beide anfangen, ja, wir sind heiß, Junge. Ja, Bottas ist Sechster, das ist eigentlich ganz gut. Das ist tatsächlich sehr gut. Nicht nur eigentlich, das ist tatsächlich sehr gut. Beide zwei Red Bulls, Ferrari beide Ferraris, uns, beide Mercedes. Ja. Ja, aber das ist mal Abwechslung, ne? Sonst haben wir eigentlich fast immer Mercedes hinter uns. Das jetzt haben wir beide Ferraris. Ferrari, Kimi Räikkönen ist ziemlich schnell gefahren, hat einen lila Sektor sogar. Aber fährt Ladi nochmal überholt, ne? Also irgendwas ist passiert. So, hier seht ihr nochmal die Rangliste. Ich bin auf Platz 2, Mike noch auf Platz 4. 13 Punkte bin ich hinter Bottas. Also, wenn er jetzt auf Platz 6 reinkommt, ich Platz 1, das reicht. Das wäre mega. Aber das wäre mega. Ja, das sollte reichen. Ja, 13 Punkte. Schon. Ja, was bekommen wir als Platz 6? Weiß ich nicht. Nicht viel. Also, wenn du 25 bekommst, ich glaube, man bekommt so um die 10 vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich schätze jetzt nur mal ab. Ja, könnte reichen. Ja, ich weiß also, wenn er Platz 6 bleiben würde, würde es definitiv reichen, denke ich. Ja, aber ich muss auch erstmal Platz 1. Ich bin auf Platz 2. Aber, also, das ist die Schwierigkeit. Wir gehen jetzt zum Start. Ich bin auch gespannt, ob ich Vettel einhole. Das wird interessant, weil der ist ja jetzt Dritter. Ja. Ui, aber Konstrukteur sind wir Erster. Das wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Keine Scheiße hier machen jetzt. Genau, das ist halt die Schwierigkeit. Wir sind halt fast gleich schnell. Wie gesagt, 8 Zehntel war die Zeit nur. Einen Unterschied und ja. Also ganz ehrlich, da stecke ich lieber einen Platz zurück und gehe nur auf Platz 3 oder so, als dass wir hier irgendwie verkacken. Der Start natürlich mit Ferrari und Mercedes im Hintergrund natürlich wieder schwer. Ich nehme, glaube ich, meine ist sehr kurvig, deswegen nehme ich nur 37 Runden mit. Da braucht man, glaube ich, fast gar nichts. Außerdem, ja, rot-rot-gelb finde ich. Achso, ja. Die Strategie. Ja, nicht viel anderes. Okay. Jetzt schau.
Aber im Start natürlich wieder eine Gerade. Ich bin innen, du bist außen. Es geht erstmal ein ganz bisschen berghoch und dann. Im Start wieder eine kleine Gerade hier. Natürlich nicht so lang wie bei Mexiko. Ja. Aber da können trotzdem, wenn die anderen besser starten, trotzdem irgendwie vorbeiziehen. Ja, vor allem ist halt direkt nach dieser Geraden eine Kurvenkombination, bis es dann erstmal zum Rausbeschleunigen hier drauf wieder geht. Und ich glaube, da kann es wirklich zu einem Crash kommen. Wir haben es ja, also in F1 im Game ist es ja nicht so, dass, also in echt kommen ja häufig nach dem Start irgendwie auch ein Safety Car raus. Das hatten wir eigentlich noch nie. Nee, hat man also das Spiel macht es nicht, dass man direkt nach dem Start irgendwie so unterbrochen wird. Aber Crash gibt's trotzdem häufig. Halt nicht nach dem Start. Ja, hoffentlich sind wir einfach nicht daran beteiligt an diesen Crashs. Ja. Oder halt nicht mit. Also mein letzter Start in Mexiko war, ich glaube, mein bester Start. Ja, das kann sogar sein. Ich schalte schon mal auf hoch. Bisschen langsam gefahren, ja, mach ich auch. Hallo, will der mal übernehmen? Warte nur darauf. Links, ah, jetzt. Jetzt macht er es. Okay. Okay, vorletztes Rennen der Saison. Das Ding ist, auch wenn es das vorletzte ist, es ist noch lange nichts entschieden. Ja. Es kann sich alles ändern. Ich kann noch auf Platz 6 kommen von Platz 4. Ich kann noch auf Platz 1 kommen, es geht alles, bei Jan geht auch fast alles, wobei du nicht so weit runterrutschen kannst. Ja, ich glaube Platz 5 oder so geht aber auf jeden Fall noch. Und Platz 1 geht auch. Das ist voll crazy. Viel Glück. Ja, wünsch dir auch. Ich hab jetzt fast losgelassen. Oh. Bin ganz gut weggekommen. Ich bin schon Dritter nur noch. Bin ganz gut weggekommen. Jetzt bist du wieder an meinem Arsch. Ja, nichts passiert, keine Berührung. Okay, Red Bull ist gut durchgekommen. Woo! Woo! Okay, nicht zu früh freuen. Ja. Boah, ey, ich hab so Angst, ne? Ohne Spaß. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Es war auch gerade, als die Ampel vom Start ausgegangen ist, ja, weil meine Smartwatch auch rum und meine Uhr vibriert einfach. Ich so, scheiße. Hör auf! Aber ich wollte schon vorher loslassen. Ey, ich hätte, glaube ich, fast eine Durchfahrtsstrafe gekriegt, hätte ich das gemacht. Hätte ich natürlich bekommen, wenn ich das gemacht hätte. Und ich hätte es fast gemacht. Ich habe da zum Glück noch umgedacht. Also, wir haben uns ja im Team auch vorher gerade besprochen, weil wir wollen auch so ein bisschen natürlich auf Sicherheit gehen. Also, wir werden hier jetzt gegeneinander nicht den härtesten Kampf fahren. Wir wollen das Rennen natürlich auch nicht unspannend machen, das nicht. Aber das Wichtige ist erstmal, den Abstand zu bekommen und selber sicher zu fahren, um das Auto nicht kaputt zu machen. Ja. Boah, meine Hände schwitzen. Hier Nummer 1. Und es lässt sich halt einfach besser fahren. Das wisst ihr ja selber, wenn ihr die ganzen anderen Rennen gesehen habt. Wenn wir nicht ganz dicht hintereinander fahren, sondern doch einen kleinen Sicherheitsabstand lassen. Tatsächlich besser, ja. Gerade müsste so knapp über eine Sekunde, 2 Sekunden oder so sein. Das ist eigentlich schon noch ganz gut. Ja, ganz 2 Sekunden sind es nicht, vielleicht 1,5 oder so. Nee, ja, 1,54. Ja. Da kommt gleich die nächste Liederzeit von Mike. Der DRS wurde aktiviert. Der DRS wurde aktiviert.
Und ich fahre nicht gut. Gar nichts bringt. Ja. Yeah. Aber guck mal auf die Karte, Alter. Karte? Auf die Karte. Da hatte ich übrigens auch nichts getan. Also kein Mercedes hat einen Ferrari überholt. Ja, dass Bottas Sechster ist, ist ja eigentlich ganz lässig. Das ist echt gut für mich. Wenn das so bleiben würde, ja, auch für mich ja. Dadurch habe ich ja, viel höhere Chance. Das stimmt. Vor allem, wenn ich auch noch Erster wäre. Eine viel höhere Chance, da ranzukommen. Das ist korrekt. Aber das ist alles echt crazy. Es ist halt nicht mal in diesem Rennen. Wenn wir in diesem Rennen Erster und Zweiter wären, ist halt noch immer nichts entschieden. Das ist so krank. Nein, das ist alles im letzten Rennen. Macht mich kaputt. Die Psyche. Also auch wenn ich Erster werde und Bottas ausscheidet oder halt irgendwie keine Punkte bekommt, selbst dann, alles im nächsten Rennen. Ja, weil im nächsten Rennen kann es halt genau andersrum wieder sein. Kurzes Update zum Thema Rennen. Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Einzige Doofe an dieser Strecke ist natürlich auch, dass man nicht so häufig, wenn man durchgehend in Kurven ist, nicht so gut wie bei Mexiko, einmal mal kurz gucken kann, ja, wie sieht's aus, Reifen, ja, ja, du kannst gar nicht auf die Map gucken oder irgendwas anderes. Es geht bei mir gerade so schlecht, dass ich irgendwas machen kann. Okay, in Runde 10. Fängt das Boxenstoppfenster an. Wir wechseln ja nochmal auf Rot, ne? Ja. Nochmal auf Rot und dann auf Gelb, glaube ich, war's. Yep. Okay. Bitte now. Putz. So, ich denke, ich fahre gerade ganz gut. Du fährst echt gut, also ich kann nicht so schnell fahren. Weil ich jetzt eher erst wieder runterstellen muss. Auch wieder 36 Runden. Fahrer hinter mir. Junge, Junge, Junge. Lücke zu deinem Hintermann beträgt 7,7 Sekunden. Sie fahren mit alten superweichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die okay, 7,7 Sekunden. 16,8. Ich bin richtig angespannt, ohne Spaß. Das ist so krank. Dumm wie hier. Oh nein, da habe ich mich kurz, ist mir kurz mein Heck weggerutscht. Ich hoffe, das passiert mir nicht, hier auch nicht mehr. Weil da habe ich so am meisten Panik vor, dass ich hier in diesen Kurven irgendwo mich rausdrehe. Aber man muss hier auch über die Curbs fahren, ziemlich oft. Ja. Und da kann es einen dann doch mal ein bisschen... So wie hier, kleinen Quersteher und klein. Oh, one. Fährst echt gut durch den zweiten Sektor, muss ich sagen. Ich fahre nämlich gerade echt schlecht. Merci. So, Box kommt ja auch gleich, man sollte ja nicht mehr lang. Wird ganz interessant jetzt. Was mache ich hier?
Jetzt auf die Reifen gucken. Jo, ist super. Meine sind bei 35, ist der schlechteste. Meine ist bei 29. Mein Auto fährt eigentlich ganz gut, und für die Strecke ist das einfach nice. Mein Auto ist nicht gut. Vielleicht bin ja auch einfach ich krass. So wird es leider sein, offensichtlich. Hast du auf ausgeglichen ein Auto gestellt oder hast du... Ja, ausgeglichen. Ja, ich auch. Habe ich ja am Anfang der Saison immer ein bisschen verstellt, aber dann habe ich irgendwie gedacht, ich mache es auch wie du und lasse es einfach auf ausgeglichen die ganze Zeit. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Egal, auch hohes Risiko. Okay, also so wie ich fahre, das kann. Willst du das jetzt an die Box oder ich? Du kannst gehen. Deine Reifen sind ja schlechter. Ja. Ich habe eh keinen Bock, da mitten im Pulk zu landen dann. Also, wenn ich da ein, zwei Runden später gehe, ist das auch völlig in Ordnung. In der Tat. Meine Reifen noch ganz okay sind, geht besser, aber ganz okay. Ich verstehe es nicht. Ich kann das, was die Ideallinie mir sagt, kann ich nicht machen. Das ist manchmal einfach grün und ich kann aber noch nicht aufs Gas gehen. Und die ist relativ lange manchmal sogar grün. Ja, so ein bisschen Halbgas, das kann man ja auch manchmal machen. Ja, aber... Und nicht voll reinhauen. Ja, es ist wieder leer. Oh, da ist ein Renault raus. Gelber Sektor, ja, ich sehe es. Gelbe Flagge. Zum Glück kein Safety Car. Ja, das wäre jetzt echt hässlich. Ich habe 20 Sekunden auf Vettel. Pass auch nochmal 10 auf ihn. Ja. Also ich fahre jetzt in den Rhein, dann ist natürlich... Hülkenberg ist es. Der hier steht und raus ist. Wann gehst du jetzt? 10 oder wann gehst du? Ja. Okay. I am so angespannt. I have so Angst. Hat mir gesagt, gib mir eine gute Inlap. Boxenstopp. Ja, nur gesagt, dass es offen ist. Ich gebe ihm jetzt eine richtig gute Inlap. Gib's ihm richtig. Ich finde sie zwar richtig scheiße, aber die Runden davor waren auch alle scheiße, also... Komm diese Runde an die Box und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk daran, während du dich näherst. Naja, ich denke ans Tempolimit. Das sagt er jedes Mal, hat er mir gerade auch gesagt. Okay. Ich bin an der Box, schauen wir mal, wie die anderen an die Box gehen. Ich trinke kurz was. Ach, das.
Vettel fährt vorbei, Raikön kommt dran, beide Mercedes fahren vorbei. Interesting. Aber ich bin absolut in Free Air gleich unterwegs. Keiner, der mich stört, hoffentlich. Das hört sich doch schon mal sehr nice an. Ja, nee, das muss doch. Ich bin hinter ersten Überrunder. Direkt hinter Bottas raus. Krass. Ich bin hinter dem ersten Überrunder einfach. What the fuck? Naja, die müssen ja eh noch beide gehen. Naja. Ach, Mist. Naja, ich hoffe, die gehen jetzt an die Box. Wäre lustig, wenn jetzt wirklich wieder beide gleichzeitig reingehen. Das wäre echt funny. Ich überhole die jetzt aber nicht währenddessen. So! Auch mal was trinken. Okay, Bottas habe ich jetzt doch so überholt, der war mir einfach zu langsam. Oh, schlecht. Junge, es war ja Rekordzeit vor meiner Box gerade, what the fuck. Verwarnung, Kollision mit Hamilton. Pass mal ein bisschen auf. Nichts kaputt gegangen. Digga, der geht nicht an die Box. Also Bottas ist nicht an die Box gegangen. Hamilton glaube ich schon. Kann ich jetzt gerade nicht sehen. Vermute ich. Was? Alter. Was ist denn jetzt passiert? Boah, beim virtuellen Safety Car verliere ich immer voll viel Zeit, Mann. Ich hasse ich so auch. Eine Und Bottas ist safe. Bottas überholt mich gleich. Der ist nämlich direkt hinter mir. 0,11 angeblich. Virtuelles Safety Car ist ultra der Bullshit. Und vor allem gibt's da richtige, immer dumme Strafen. Ja, die hole ich mir immer ab, Alter. Ja, ich vor allem, ich hab die zweimal schon bekommen. Rotkin ist draußen. Boah, was ein Wichser. Riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Oh, ey. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet auf grüne Flaggen. Oh Mann, das war so unnötig jetzt. Das war echt. Richtig scheiße war das. Hey, Bottas ist direkt hinter dir, ne? Ja. Bullshit, ey. Oh, da ist der nächste raus. Okay, der ist aber despawned. Kein Ziel. Nee, das war Sirotkin. Ach. Ah, okay. War schon der. Ja, ich habe mich gerade gewundert, weil da gelber Sektor angezeigt wurde, nachdem das Safety Car weg ist. Deswegen dachte ich so, oh, was Neues. Okay. Das war schon der. Oh, lila Sektor. Nice. Ich sehe da gerade irgendwie ein Auto. Kann sein, dass du schon einen über... Ja, du hast schon einen überrundet, Junge. Hab ich schon. Ja, der war aber anscheinend an der Box oder so. Und ja, das kann sein. Ich habe ihn nämlich jetzt vor mir. Ich bin auf jeden Fall direkt hinter Gasly. Dem anderen Typen. Hartleder. Arsch Bescheid. Also Bescheid. Oh, was? Ich bin außerhalb, ich bin außenrum, ich bin mehr gefahren und habe dafür eine 3 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Wie lächerlich. Weil ich von der Strecke abgekommen bin. Ich bin außen raus. Lächerlichste Zeitstrafe, EU-West. Okay, ich bin direkt hinter Gasly, Platz 17.